Viele entlassene Mitarbeiter von Fluggesellschaften oder die am Flughafen gearbeitet haben, kommen nicht zurück. Einer hatte gesagt, das ist wie mit dem Ex, da geht man nicht zurück. Das werden wir etwas beleuchten. Dann, welches sind die schlimmsten Flughäfen in Europa? Wo gibt es am meisten Probleme? Dann gibt es Turkoflot, das ist das Flugzeug, eigentlich sind es mehrere Flugzeuge von Airbus, die für Aeroflot fertig waren und dann von Turkish Airlines abgenommen worden sind. Wir haben dann auch noch einmal die Lufthansa Fastlanes, die abgeschafft worden sind. Was ein Quatsch das ist. Von der Begründung her, Lufthansa hatte da ja auch eine E-Mail-Kommunikation. Und wir haben einen Deal in der First Class von Deutschland nach Amerika. 2000 Euro und ein bisschen. Ein Hammer-Deal. Deal-Zone, so heißt das ja bei uns. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und uns vor allem auch ein Like dazulassen. Und wenn ihr nicht kommentiert, hey, schade, aber kommt zum Stammtisch. Wir haben Stammtische am 21. in Berlin, 22. in München, am 13. August in Frankfurt am Flughafen. Die Termine, das ist Pflichtveranstaltung für jeden Fan. Weiter geht es natürlich. Und zwar Fluggesellschaften betteln drum, dass Mitarbeiter wieder zurückkommen. Und die Fluggesellschaft Virgin Atlantic ist da keine Ausnahme. Die haben da fluggesellschaftsmäßig wie alle Mitarbeiter einfach entlassen, weil der Bedarf nicht da war aus verschiedensten Gründen. Und dann hat man in einem Interview mit der BBC mal diese Leute gefragt, warum die denn nicht wieder zurückkommen. Und die Person zum Beispiel, die in dem Interview vorkam, hat gesagt, sie hat 5 Jahre bei Virgin Atlantic am Service-Check-in-Desk in Heathrow gearbeitet. Und sie wurde halt 2020 entlassen. Und das war natürlich die Zeit, wo viele Fluggesellschaften aufgrund von Covid da Leute entlassen haben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sagt, das war einfach unfair in ihren Augen und natürlich Virgin Atlantic sagt, nee, das war nicht unfair, was sollen die auch anderes sagen. Aber sie hat einfach gesagt, sie hat auch nicht sich auf irgendeine Warteliste schreiben lassen, wo man sagt, hey, wenn bei euch wieder ein Job ist, ruft mich an. Aber Anfang dieses Jahres, Virgin Atlantic hat dann so mal in alten Personallisten nachgeguckt, hat dann die Dame gefunden, hat gesagt, möchtest du wieder zurückkommen? Und sie sagte, nö. Zumal die Fluggesellschaft ihr auch ein niedrigeres Gehalt, weniger flexible Schichten angeboten hat, was natürlich dann den Job noch unattraktiver macht. Das ist jetzt kein Beispiel für andere Fluggesellschaften. Das ist auch jetzt etwas nicht, was man verifizieren kann. Weil, ich sag mal so, eine Fluggesellschaft wird das natürlich nicht zugeben und sagen, hey, wir haben hier weniger Boten. Aber nichtsdestotrotz arbeitet sie jetzt in einer Marketing- oder in einer Digital Marketing Agency, die sie selber gegründet hat mit dem Geld, was sie bekommen hat, quasi mit dem goldenen Handschlag. Und sie sagte, dass ihr Gehalt wirklich stark gestiegen ist. Und damit ist es halt einfach so, natürlich ist der Job damit uninteressant. Und das erklärt ja auch, warum Mitarbeiter nicht zurückkommen. Weil sie sich einfach unfair behandelt fühlen und jetzt auch Sachen haben, wo sie mehr Geld verdienen können und feststellen, hey, der Job in Schichten, der ist jetzt nicht so eine tippitoppi Idee. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, das ist ein Einzelfall oder ist das etwas, wo man sagt, naja, das ist symptomatisch, man versucht halt über die Kosten zu drücken und Leute, die vorher 5 Jahre für jemanden gearbeitet haben, die man unfair behandelt hat und ich glaube, jeder, der rausgeschmissen wird, fühlt sich unfair behandelt, trotz Abfindung, dass die einem natürlich dann eine lange Nase machen, so nach dem Motto, ist doch klar, oder? Fliegen in Europa ist natürlich ein Riesenproblem und London Heathrow ist ja, wie das Beispiel auch zeigt, sehr, sehr prominent. Aber das Problem der endlosen Warteschlangen und dem Sicherheitsbereich, Flugverspätung, Streichung, ihr kennt das ganze Konzert, aber auch das Einschränken von Flugtickets, das ist ja mittlerweile das gehört zum guten Ton. Und wenn man sich das mal anguckt,
guckt, ist aber London Heathrow nicht der schlimmste Flughafen. Was schätzt ihr denn, was der schlimmste Flughafen ist? Und wenn man nach Verspätung geht, wäre der schlimmste Flughafen Brüssel. 72% Verspätungen. Hat nur 2,5% Annullierung, aber nichtsdestotrotz, das ist ja so. Frankfurt ist schon an zweiter Stelle, 68% Verspätung, 7,8% Annullierung. Dann kommen natürlich Flughäfen wie Eindhoven, Luton, dann Budapest mit 65%, Lissabon 65%, Paris 62%, Schiphol nur 61%, sogar weniger als Frankfurt, Nizza an der Côte d'Azur 60% und Gatwick 59% und nur 1,4% Annullierung. Also so ganz auf dem Papier ist das jetzt gar nicht so schlimm. Interessanterweise ist halt Frankfurt da, aber Berlin erwartungsgemäß natürlich nicht, weil sie ihren Scheiß zusammen haben. Im Moment muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Also insofern Respekt, wem Respekt gebührt. Und ich läster gerne über Berlin, aber hier muss ich sagen, eine Liste gut, wo ihr nicht drin seid. Vielleicht seid ihr ja bei den 10 besten Flughäfen nach Pünktlichkeit. Der Flughafen mit der Pünktlichkeitsstatistik ganz oben ist der Bergamo. Da war ich einmal mit dem Privatjet. 3% nur Verspätung, 1% Annullierung. Naja gut, der Flughafen, wer fliegt... Also Bergamo ist ja jetzt nicht wirklich so, dass das... wer fliegt nach Bergamo? Wer von euch ist nach Bergamo geflogen? Einfach unten kommentieren. Dann weiter, Gran Canaria... 8%, dann Otopini International in Bukarest, Dublin mit 15%, Fonterosa Airport, Catania, Italien, Adolfo Suarez Bajas Airport, wer weiß, wer es ist? Madrid. Dann Alicante, 20%, Marseille, 20%, Orly, Paris, 21%, Malaga, 24%. Also insofern, man sieht, es sind Flughäfen, die jetzt nicht wirklich richtig viel beflogen werden. Aber wer von euch in diesen Flughäfen war, kann ja von seiner Erfahrung berichten und ob das wirklich so ist. Ja, was auch ein Problem ist, auch hier wieder ein Smile. Warum? Ganz einfach, weil Airbus hat ja A350er für die Aeroflot gemacht. Lufthansa hatte anscheinend da ja Interesse dran, ist aber nicht zum Zug gekommen. Deshalb ist jetzt die Turkoflot am Mai am Start. Also am Mai ist es bekannt gegeben worden. Jetzt haben wir ab Juni, Juli 2 Monate, ein bisschen später. Finde ich eine coole Sache. Und die Flugzeuge, die ersten beiden, die halt aus dem Los für die Aeroflot bestimmt waren, sind jetzt in Istanbul. Die ersten Arbeitstage sind da am Start. Und Istanbul ist das neue Zuhause, nicht ja, Moskau. Und die Flugzeuge mit der Kennung Seriennummer MSN463 hat das relativ spät erfahren. Deshalb ist sie in einer Mischgeschichte. Heißt also, man hat irgendwie nur noch die halbe Library von den von Aeroflot drauf und die andere Hälfte ist türkisch. Das werksneue Flugzeug war halt wirklich für die Aeroflot bestimmt, doch die Sanktionen haben da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sind sogar 6 Flugzeuge, sollen halt wirklich bald bei den Türken fliegen. 4 davon sind bereits komplett fertig, deshalb werden die auch mit dieser Kabine übernommen und auch diese Grundlackierung, die ich eben meinte. Die MSN 463 übergab Airbus am 7. Juli, das ist das erste Exemplar dieser besonderen, nennen wir es einfach mal, Sonderlackierung. Und die 457, das ist halt die zweite Turkoflot, die ist beim Überflugsflug von Toulouse nach Istanbul, trägt nur das Kennzeichen TCLGI. Bei Aeroflot wäre sie unter der Kennung VPBXS an den Start gegangen. Naja, nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass die beiden A350 schon kurz nach ihrer Ankunft auch arbeiten müssen. Ist ja so, wer Geld kostet, muss Geld verdienen. Erstes Ziel in Europa stand 2 Tage später, am 12. Juli Zürich. Damit waren sie da schon. Die Schwestermaschine ist dann mit einem aserbaidschanischen Hauptstadtflug als Erstflug gestartet nach Baku. Und die dritte Turkoflot-Maschine gibt es natürlich dann auch. Und die kommt dann logischerweise mit der Nummer MS471 zur Flotte irgendwann. Und 29. Juni in Toulouse ihre Abnahme trägt, aktuell noch das Testkennzeichen. Die vierte Maschine handelt sich um die 493. Und sie hat also auch am 6. Juli zum Abnahmeflug abgehoben. Und wenn man glauben darf, dann kommen Turkoflot-Maschinen auch nach Deutschland. Ja, ganz genau. Also mit viel Glück fliegt ja auch mit dieser Turkoflot. Ich finde die Kabine von Aeroflot finde ich gar nicht so schlecht. Also insofern könnt ihr ja gerne mal unten kommentieren, was ihr davon haltet oder wie ihr die ganze Geschichte seht. Ob das etwas ist,
was euch interessiert, wo ihr sagt, hey, den Flug buche ich nur, um mit dem Flug zu fliegen. Wer von Frankfurt abfliegen möchte, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Im Kampf gegen das Chaos, was da ist, also mit der Abfertigung, mit allem, hat man in Frankfurt noch eine Stellschraube genommen, die, die hat man bei der Deutschen Flugsicherung angesetzt und hat gesagt, du, können wir vielleicht mal den Stundenhöchstwert der Flugbewegung nochmal absenken? Also das heißt, dass einfach weniger Flugzeuge reingehen, denn bereits zuvor von 106 auf 96 Starts und Landungen pro Stunde geminderte Koordinierungseckwert, so heißt das, Koordinierungseckwert, soll nach Willen der Fraport dann auf 88 Flugbewegungen reduziert werden. Ziel ist es damit natürlich, den Flugbetrieb weiter zu stabilisieren. Und zu Spitzenzeiten wird das natürlich unbedingt reinschlagen. Aber bei der Lufthansa weiß ich gar nicht, sagt man, dass das alles tippitoppi ist. Warum? Ganz einfach, weil man 6.000 Flüge halt abgesagt hat, die Kurzstreckenflüge. Und Lufthansa sagt ganz einfach, das ist okay für uns. Und der Flughafen sagt, das ist dankbar, dass der Flughafen dankbar ist für diese immense Kraftanstrengung. Und ich finde es spannend. Also das ist halt so. Aber wenn das zum Ziel führt, ist es okay. 200.000 Passagiere werden erwartet. Ich weiß gar nicht, wie das dann gehen soll. Aber der Jens Ritter erklärte, da die bereits aufgestockten Kapazitäten der Bundesverkehrsdienste in Frankfurt auch für den mehrfach reduzierten Flugplan aufgrund der Höhe Krankenstände noch nicht ausreichen, ist die heutige Entscheidung der Fraport richtig. Das heißt also, man schiebt immer wieder alles auf Covid, die Leute sind krank, man hat zu hohe Krankenstände, aber wenn man zu hohe Krankenstände hat, dann hat man ja auch irgendwo zu wenig Personal, das man hat. Also die Planung passt hinten und vorne nicht. Täglich starten und landen in Frankfurt derzeit 1250 Flugzeuge in der Spitze mit 285 Reisezielen. 80% entfallen da auf die Lufthansa-Gruppe. Ja, wer hätte das gedacht? Dann kommen natürlich Condor, die der zweitgrößte Kunde sind. Wir als Passagiere haben da natürlich manchmal das Nachsehen. Und da gibt es ja zum Beispiel solche Geschichten wie in Hamburg, dass die Fastlane nicht auf hat. Und das ist jetzt in meinen Augen der größte Quatsch. Natürlich ist die Fastlane eine Art Extra, das ist eine Sonderbehandlung und natürlich auch etwas, was ja Premium-Anspruch unterstreicht. Denn wenn jemand Business Class fliegt oder Gold, also Starlines Gold ist oder wo auch immer Gold ist und den Fast-Track nutzen kann, dann macht das ja Sinn. Ich zum Beispiel, ich kann in Berlin nicht den Fast-Track nutzen, wenn ich Economy Class mit Air Baltic fliege, weil der nur für die Business Class ist, obwohl ich da VIP-Status habe, was der höchste Status ist. Also im Prinzip so Senator für Air Baltic oder so, wenn man so will. Der Grund dafür ist Personalmangel. Daher müssen die Dienstleister sich an den Sicherheitskontrollen auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Da stelle ich mir doch die Frage, Kerngeschäft? Also, was ist der Unterschied zwischen einer Sicherheitskontrolle im jemand, der normal und so ist? Weil im Prinzip, so kenne ich das, ist das ja so, dass die teilweise ja gar nicht, so wie in Berlin, separat sind, sondern sehr oft halt auch einfach zusammen sind. Und gerade in Hamburg, wo es ja nicht angeboten wird, ist das doch so, dass die auch Leute rüberziehen können, wenn halt mal an der Fastlane keiner ist, dass die aus der anderen Linie kommen. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wie da die Erleichterung kommt. Wenn mir das jemand erklären kann, fände ich das echt tipptopp von euch, weil für mich macht das echt keinen Sinn, weil wenn ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel, ich habe fünf Schleusen, ja, also fünf Linien, vier wären jetzt für normal, eine für Fast-Track. So, in dem Moment, wo die Fast-Track keiner ist, kann man ja von den anderen vier jemanden rüberziehen. Das heißt also, die fünf Schleusen werden immer bedient. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, hey, wir machen fünf Schleusen auf, dann warten doch alle länger. Und vom Fast-Track nehmen die doch auch mehr Geld. Also irgendwie erschließt sich mir das jetzt nicht wirklich. Aber auch hier der Aufruf an euch, erklärt es mir. Hier hat der Lars eine Bildungslücke. Bildungslücken haben wir keine, wenn es um Dealzone geht. Dealzone Alert. Und zwar First-Class-Flug von Frankfurt nach Amerika. Ja, was kann das sein? New York. Und zwar mit British Airways gibt es einen First-Class-Flug
und nicht nur ein, sondern mehrere. Damit kann man also zum Beispiel von den deutschen Flughäfen aus, Frankfurt ist jetzt ein Beispiel, kann man natürlich mit einigen Restriktionen für die Saison, über Weihnachten geht es nicht und so weiter, für 2.300 Euro nach Nordamerika fliegen. Restriktionen gibt es halt keine, außer diese Seasonal Restrictions. Es gibt kein Sales End Date, also das heißt, die ziehen das einfach raus. Und natürlich ganz wichtig ist, der Aufenthalt muss mindestens bis zum nächsten Sonntag sein. Also immer eine Samstag auf Sonntagnacht dazwischen. Maximaler Aufenthalt 12 Monate. Ein Stopover in London ist erlaubt. 150 Euro kostet der. Das Ticket ist nicht refundierbar. Und natürlich ist das Ticket umbuchbar, logischerweise. Warum logischerweise? Wenn ihr die Fairdifferenz bezahlt. Also insofern kann man da mal schauen. Wenn man sich die Meilen gut schreiben lassen möchte, geht das natürlich auch bei British Airways. Bei Iberia gibt es 19.714 Punkte, bei Finnair würde es 18.420 Punkte bringen. Und ganz, ganz wenige gibt es bei Qantas, nämlich 0. Nur so als Hinweis, wer bei Qantas sammelt. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der Samstagsausgabe. Und seid morgen einfach wieder dabei, wenn es heißt Frequent Traveler TV Takeoff. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Macht die Glocke an, damit ihr wirklich keine Folge verpasst und damit ihr einfach eine Nachricht bekommt. Kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ich habe euch ja genug Fragen gestellt und ganz, ganz wichtig, liked den Beitrag. Also danke dafür, dass ihr es getan habt und bis morgen in alter und in frischer. Also bis dann, ciao.